So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ey, das hier dauert mir zu lang, da schwimme ich hier lieber hier wieder zurück. Und gehe dann den kurzen Weg und renne dann außen rum. Das Schwimmen dauert ja ewig. Meine Fresse. Gut, dann gehe ich, also jetzt laufe ich hier wieder durchs Wasser und renne dann einfach einmal um den See. Das ist, naja, vom Weg her weiter, aber... Ne, die Richtung. Vom Weg her ist das weiter, aber von der Zeit ist das wesentlich kürzer. Und hier müssen jetzt irgendwo diese Banditen sein. Speichern wir doch erstmal hier auf Talmond 922. Und dann gucke ich mal, wo die sind. Müssten jetzt hier irgendwo sein. Versteck der Banditen, okay. Geht's hier rein oder was? In die Höhle? Nö. Oder hier vielleicht noch? Ne, hier ist nur noch ein Wolf. Dann sind die wahrscheinlich hier oben drauf, oder was? Ah, ne, hier ist eine Höhle. Hier ist... Ja, da sind auch welche drin. Gut, dann mache ich die jetzt mal Platz. So, der erste war sehr schwach. Und der zweite auch sehr schwach. Bereits tot. Und der dritte auch sehr schwach, oder? Ja. Auch schon tot. Gut. Damit wären diese Banditen erledigt. Das hier ist jetzt keine Hose, die ich sockeln kann. Aber ist trotzdem fast so gut wie meine. So, jetzt die nächste. Die Hose kann ich jetzt aber sockeln. Ja, jetzt ist das hier auch eine bessere Hose. Kann ich hier vielleicht noch irgendwelche Stiefel hier sockeln? Hab doch mehrere Stiefel im Inventar. Nee, geht scheinbar mit keinen. Gut. Dann lassen wir das. Haben die nicht mal irgendwo eine Truhe oder so? Hm, nö, scheint nicht so. Hier ist aber noch ein... Hier sind noch ein paar Kräuter. Boah, so langsam bin ich aber fast voll beladen hier. So, jetzt kann ich hier sockeln. Und da kann ich auch sockeln. Aber diese Rüstung ist nicht so gut wie meine. Skillen kann ich auch wieder. Zwei Skillpunkte. Komm, machen wir das mal so. Und jetzt geht's wieder zurück zu dem, hier zu dem Typ da unten. Also zu diesem Pferdehändler. Und dann bekomme ich auch mein erstes Pferd. Das ist doch schon mal auch nicht schlecht. Damit kann ich ja dann wesentlich schneller reiten. Und danach reite ich dann zu dieser Ziegelgrotte oder Ziegengrotte oder wie es heißt, um den Anführer da von dieser mysteriösen Gruppierung zu finden, die meine Schwester entführt haben. Also dieser Typ, dieser Gandohar, den ich da eben getroffen habe im Dorf, das ist auch der gleiche, der meine Schwester entführt hat. Also der stand ja da im Intro dann auf einmal vor meiner Schwester und hat sie dann entführt. Das war eben dieser Gandohar. Jetzt speichert er gerade noch mal automatisch. Hier ist noch ein Kraut und da bin ich wieder. Hast du die Kerle gefunden? Selbstverständlich. Ich habe die Kerle gefunden. Sie werden dir keine Sorgen mehr machen. Ach, weil du sie schon... Du bist mein Glücksfall. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte nimm eins meiner Pferde als Geschenk. Nimm das Beste von meinen Tieren. Wenn du meinst. Gut. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Sehr schön. Ansehen bei der Bruderschaft steigt. Sieht man das jetzt eigentlich hier? Ah ja, Bruderschaft 2 von 10. Hm. Nicht schlecht. Gut. Tränke wollte ich brauen. Wo geht das F2? Genau. Gut. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal das und machen so ein Wolfsherz dabei. Gucken, was rauskommt. Ein Heiltrank, oder? Ah ne, das ist so ein... Ah ja, doch, das ist... erhöht die Lebenskraft um 3 und steigert Geschicklichkeit um 1. Also für wie lang? 3 Minuten 45 Sekunden. Einen so Trank hatte ich ja schon, aber den habe ich einfach mal direkt benutzt.
Auch wenn es relativ unnötig war. Gut, brauchen wir mal noch einen Trank. Noch irgend so einen Trank. Jo. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Hier mit dem letzten Kraut, das ich da habe. Und was bringt der? Der erhöht auch die Lebenskraft. So, jetzt. Okay. Machen wir das Ganze jetzt auch mal nochmal. Brauen die drei Tränke zusammen. Und da haben wir jetzt. Erhöht Lebenskraft um 7, erhöht Magie um 4. Schöne Sache. Gut, machen wir den da unten dabei. Und hier diese Falle können wir nochmal ein bisschen aufrüsten hier. Mit einem Wolfsherz. Mal sehen, vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts. Na doch, ich glaube, es hat sich nochmal ein bisschen verbessert. Aber egal. Gut. Das wäre es mit diesem Typ. Jetzt können wir hier endlich mal ein Pferd nehmen. Oder was heißt endlich mal? Ist ja noch relativ früh im Spiel. Haltst du an, du Pferd? Ja, die Pferdsteuerung von Two Worlds ist nicht ganz so toll. So, jetzt gucke ich mal auf der Karte. Was ist hier? Ah, da sollen wir noch hin, für den Teleporter zu aktivieren. Das können wir doch auch jetzt direkt mal machen. Hier war doch noch irgendwo ein Kraut. Da, so. Das noch schnell mitgenommen. Und jetzt renne ich dann mal zu dem Teleporter. Was ist das denn? Ein Tiergeist? Wow. Gut, hier ist noch. Nicht schon wieder. Ah, diese scheiß Steuerung da. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Viecher dann wieder zu Geistern auferstehen. Naja, egal. Jetzt hänge ich hier fest. Renn doch weg. Aha, jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Oh, dieses Pferd. Dann kämpfe ich eben jetzt mal. Pferd bleibt da. Ah, shit, den kann ich mit der normalen Waffe gar nichts abziehen. Also nicht so toll. Dann gehen wir mal wieder aufs Pferd. Und reiten weit. Oh. Ich will jetzt aufs Pferd drauf, ey.